Ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Morgen nach Deutschland, aber auch ein herzliches Willkommen all over the world zu unserer Übertragung des wirklich sensationellen Freundschaftsspiels zwischen dem Seattle Sounders FC und Borussia Dortmund hier in diesem wunderschönen Century Link Field. Bischoff bringt den Ball in die Mitte. Da ist die 20 und die muss retten. Gewinnt das Ding, mal gucken. Erst gestoppt, Pfarrei setzt nach. Gute Bewegung. Sehr gut gemacht. Oh, schöner Schuss von Paco Alcázar, aber glänzend vor. Bereitet von, war das auch von? Das war Pfarrei, ja. Gut nachgesetzt, gewinnt den Ball, da lässt sich nicht fallen. Sieht dann Paco Alcázar, der den Ball natürlich wunderschön aus der Luft Volley direkt nimmt. Da sehen wir es jetzt nochmal, die Wiederholung. Ja, schön, aber auch gut aufgepasst von Brian Meredith. Oh, und da ist eben der angesprochene Raul Diaz mit der ersten Riesenchance für Seattle. Eben genau das ist seine Stärke. Er weiß genau, wo er hin muss, um zu seinen Möglichkeiten zu kommen. Schön gespielt jetzt. Viel Direktspiel. Und jetzt mal Abschluss. Hey! Klasse Tor. Richtig gutes Tor für Borussia Dortmund. Das alles in der 37. Minute. Und Marius Wolf mit der 27, der haut das Ding aber sowas von in die Maschen. Da hat Brian Meredith überhaupt keine Möglichkeit, den Ball abzuwerfen. So, jetzt schöner Ball da. Und oh, da wäre es fast passiert. Da wäre der junge Mann mit seinen 16 Jahren in seinem, ich weiß gar nicht, ob es das erste Testspiel ist für die Profis, aber mit 16 Jahren waren es wahrscheinlich noch nicht so viele. Da wäre er fast zum Torerfolg gekommen. Schöner Kopfball nach schöner Flanke von Paco Alcázar. Und so weiter und so fort. Jetzt Achtung. Und das ist ein typischer Alcázar. 2-0. 2-0. Unfassbar. Riesenfehler vom Keeper. Ah, da lacht er. Wunderbar gemacht. Einmal dazwischen gegangen. Hier sehen wir es, der Torwart passt nicht auf, spielt einen abfangbaren Pass. Und das lässt sich natürlich ein Paco Alcázar nicht nehmen. Die Technik hat er. Den hat da hat die Abwehr aber mal schön geschlafen. So, und jetzt kriegst du so ein bisschen den Eindruck, was hier los sein kann, wenn das Ding richtig voll ist. Das war Jonathan Campbell. Noch mal links, Brandt, Sancho. So langsam kommen wir dem 16er näher. Und auch dem Tor. Schade. Das hat nicht geklappt. Aber wie cool gespielt. Sancho! Tor! Tor! Und was für eins! Sensationell, Jadon Sancho. Du kannst ihn einfach nicht aufhalten. In der 77. Minute das 3:1. Der Ball kullert mit einer Geschwindigkeit von nicht einmal 3 Meter pro Sekunde. Ein Gewaltroller war das. Ein Gewaltroller. Und das Spiel ist aus. Borussia Dortmund besiegt die Seattle Sounders mit 3:1. Das war's von unserem Spiel am heutigen Tag